Ah, okay, ich dachte, wir müssen die Dinger jetzt einfach nur meiden. Ja, lang. Scanning area analysis. Debris field provides adequate support for vehicle. Gibt's einen anderen Weg? Das da gefällt mir gerade überhaupt nicht. Und was habe ich hier gerade eingesammelt? Ich wollte hier nicht Star Wars nachspielen, danke. Wow. Scheiße, Mann. Ach man. Ich will mal eh zum Reload canceln rücken. Das ist doch mal sehr einfach. Ich glaube, es ist Mad. Verschwinden wir lieber. Thruster velocity is inadequate to clear the wall ahead. Ja, aber mit ein bisschen Auftrieb schon. Oh shit. Darauf lasse ich mich gar nicht erst ein. Och nee. Von wo will ich überhaupt hin? Sag mir bitte, dass ihr nicht absinkt. Oh scheiße, ihr sinkt auch noch ab. Oh Mann. Aber zumindest. Wow. Ich muss dahin. Scheiße. Ja, ich komme hier nicht raus. Aber schön, dass es generell ratsam ist, Kontakt mit geschmolzener Lava zu vermeiden. Danke. Das Ding geht gerade nicht runter.
Oh hey, mal ein Bug, der vorteilhaft ist. Soll ich da oben irgendwas finden? Oder soll ich bis darüber warte? Oh. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung. Das Problem ist, dass die Sirene bedeutet, dass der, dass die Schilde ausgefallen sind. Aber da oben ist schon mal nichts Sinnvolles. So, da der Lavastrom in meine Richtung kommt, kann ich ja einfach von einem zum nächsten springen. Ja, du darfst ruhig mit uns kommen, Tali. Man muss nicht da stehen bleiben. So, ich hoffe, wenn ich mich weit genug entferne, kommt sie auch automatisch wieder her. Weil ich weiß gerade nicht, wie man das aufhebt. Ja, kein Ding. Das kann ich reparieren. Das und das. Siehst du, Tal, ich brauche deine Hilfe dafür nicht. Oh. Wow. Gefällt mir nicht. Davon, warum... Was? Das sah wohl nur so aus, dass das Ventil hier drüber war. Und darunter ein Steg ist. Das ist sehr ominös. Das ist Tali. Wow, was? Mann, ich will die ganze Zeit Reload canceln, ne? Das Ding ist, ich muss gucken, ob ich das im Mass Effect 3 dann auch machen kann. Weil ich glaube, im Singleplayer ist das ein bisschen trickier als im Multiplayer. Weil Multiplayer ist einfach so... Sobald halt das Magazin in der Waffe ist, in der Animation, ist die Waffe im Prinzip nachgeladen. Und dann kannst du die Animation halt mit irgendeiner Fähigkeit oder auch mit Medigel, was halt nicht triggerst, wenn du nicht tot bist, aber... Es reicht halt trotzdem aus, um die Animation abzubrechen. Und bei manchen Waffen bringt das halt richtig viel und das gewöhnt man sich dann irgendwann halt auch an. Ich kann ja mal ausprobieren, ob das... Ja, es funktioniert. Also es geht auch im Mass Effect 2 wohl mit Einigkeit. Oh, 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 oh. Ja. Da hänge ich gerade ein bisschen blöd fest. Wo muss ich jetzt hin? Da lang.
down the power generators to starve the VI, but it's already hacked our automated systems. I'm ordering my people to sabotage the plant any way they can. Also, ich hoffe, ihr seid nicht schreckhaft. Das Ding ist, ich habe meine, ich glaube, ja, 7 ist Medigel im Multiplayer und ich habe das halt auch so gelegt, dass das E halt auch 7 ist. Deshalb will ich immer E drücken und dann läuft Tali immer darüber. Das ist in dem Fall jetzt Scarus, das hat sich gerade irgendwie getauscht. Dann muss ich halt die Waffe wechseln. Und jetzt brauche ich auch keine Waffen mehr. So, das müsste es eigentlich sein. Dann Tür auf. I hear you, Doctor. We've hit the override at Vulcan Station and are moving on. Shepard out. Warum ist euch aufgefallen, wie bei diesem Mech gerade auf einmal die Pistole wieder halt geholstert war? Ich weiß nicht, ob es schon bevor der Arm weg war oder danach, aber spätestens danach. Okay. Geographic conditions indicate an aesthetically pleasing view nearby. Organic life forms may wish to take note. Ja, das ist nur der gleiche, mit dem wir vorhin geflogen sind. Diese Gefahren. Gefahren, geflogen, geschwebt, keine Ahnung. Wie nennt man das mit so einem Ding? Richtiges Fliegen ist das ja auch nicht. So, wir nehmen es mal mit. Hä? Ach, wir sind hier falsch, okay.
Was? Ah. Ich muss sagen, dass ich den Marco fast schon besser fand. Also der Marco war besser. What? Ich kann schon F drücken. Vom Edie versorgt sie auch für wertvolle Informationen. Sie sollten ihr zuhören. Das ist ein Tipp. Abgesehen davon, dass so Charaktere einem nie sinnvolle Informationen geben. Zumindest nichts, was man nicht schon gesehen hat. Wusste ich's doch. Wir können vielleicht die Generatoren nicht zerstören, aber diese Kanone kann es. Ob du es glaubst oder nicht, das habe ich wahrgenommen. Geht diese Sirene nicht aus? Warte, so. Zwei Schüsse? Ach nee, ich kann's nicht. Das ist wahrscheinlich mehr als eine Empfehlung in dem Fall. Ja, keine Sorge, werden nicht mehr lange getargetet. Sehr gut. Alles klar. Oh Mann. Also Cerberus. Die sind ja echt Freunde von Risiken, ne? Oh Mann. Dass mal jemand entschlüsselt, was die sagt. Ja, aber der Negan hatte wohl recht. Creepy.
Gut, sie stehen nicht auf. Garrus, Tali, wo seid ihr? Bleibt bei mir. Oh, was? Ich finde diese... Ja, es ist ja kein... Es sind ja schon Fenster, aber es ist halt... mit Kraftfeldern stattdessen. Passt zwar irgendwie zu den Geth, aber andererseits... frage ich nicht, wofür Geth Fenster brauchen. Wow. Das macht es wesentlich besser. Was?